dafür nicht zahlen, Sam. Ist mir scheißegal, wie viel du zahlen willst. Die Preise hier bestimme ich. Hör zu, vielleicht hast du es nicht gewusst. Ich bin der Chef in Detroit. Wenn du auf meinen Markt mitmischen willst, dann kriege ich von dir auch einen Mengenrabatt. Ich gebe keine Rabatte. Joe, zeig dem Mann, was er von uns zu Weihnachten kriegt, wenn er brav ist. Denk drüber nach, Kumpel. Ein gutes Geschäft ist da, wo du es findest. Na schön, ich glaube, wir sollten hier doch mal einiges klarstellen. Du hast eine Menge Cops gekillt. Es heißt, du hast gute Beziehungen zu den obersten Stellen in dieser Stadt. Und du machst viele von meinen Freunden nervös. Es gibt eine Menge Leute, die es gern sehen würden, wenn einer wie ich einen wie dich aus dem Verkehr ziehen würde. Ich weiß nicht. Ich habe mich offenbar nicht klar genug ausgedrückt. Ich habe nicht vor, mich mit dir zu streiten. Aber ich habe die Verbindungen. Ich habe die Verkaufsorganisation. Und ich habe die Möglichkeit, dir deine komische Fabrik so weit in deinen dämlichen Kanackenarsch raufzublasen, dass du ein Jahr lang Schnee scheißen wirst. Schieß diesen Dreckskerl den Schädel weg, Jungs. Ah, Gewehre, Kanonen, Knallen. Na komm schon, Sal. Heute Abend spielen die Tigers. Das Spiel muss ich sehen. War nur ein Scherz. Oder es wird Ärger geben. Ah, verpiss dich, Junge! Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Leck mich doch! Ah! Hey, Moment mal! Ich habe einflussreiche Freunde! Ich habe Protektion! Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Was soll diese Scheiße? Ah! Ach, verdammt! Verdammter Mist! Jetzt hör mal zu! Hör mal zu, du Scheißkerl! Es gibt da einen Typen, der ist von OCP ein hohes Tier im Vorstand! Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Es ist Dick Jones! Hast du das nicht begriffen? Du Arschgesicht! Ich arbeite für Dick Jones! Dick Jones! Er ist die Nummer 2 bei OCP! OCP verwaltet die Korps!
Du bist ein Kopf! Ein Kopf! Ja, ich bin ein Kopf.